Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich mal wieder unterwegs. Es war eigentlich gar nicht geplant, ein Video zu machen, aber ich liebe meine neue Selfie-Cam mittlerweile so sehr, genau für diese Momente. Und ich bin immer noch begeistert, wie geil diese Qualität ist, sowohl tonmäßig als auch bildmäßig. Nein, ich bin eigentlich gerade auf A2 unterwegs und ja, Kamera angemacht, wie ihr es euch gewünscht habt, und einfach ein bisschen am Filmen. Wir machen nämlich heute Folgendes. Ich bin eigentlich auf dem Weg zu Christian für mal Lackwelt. In Irxleben, da steht nämlich der BMW. Ich will noch nicht zu viel verraten, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich es richtig erklären kann. Wir hatten vor der Essen Motorshow nur ein Zeitfenster von ungefähr 2 Wochen für die Lackierung des BMWs. Und ein schlimmer Punkt beim Thema Lackaufbau ist immer, wenn zu wenig Zeit ist. Weil die Lacke bzw. Grundierung und alles braucht gewisse Abluftzeiten. Und wenn man die nicht einhält, kann es danach zu Problemen kommen. Und genau so ist es leider gekommen. Das Auto hat hier und da, haben sich so ein paar Ränder abgezeichnet. Zum Beispiel, wo mal gespachtelt oder gefüllert wurde, gerade im früheren Bereich. Wir hatten ja gemessen, dass die Motorhaube zum Beispiel schon mal lackiert wurde. Und genau da ist jetzt außerhalb der Luftgitter so ein unschöner Fleck. Ich persönlich hätte sofort gesagt, das Ding muss neu lackiert werden. Keine Angst, nicht das ganze Auto, nur die Haube. Christian meinte aber, nee, komm her, Lars guckt sich das mal an. Das ist definitiv im, wie soll ich es erklären, in der Basis des Lackes. Das heißt, wir probieren heute das Ganze glatt zu schleifen. Dabei nimmt man wirklich scheinbar diese, für mich sieht es so aus, als wenn die Erhöhungen unter dem Lack sind. Das heißt, ich kann es mir bis heute nicht erklären, wie man den Klarlack so glatt schleifen kann, dass das danach wieder weg ist. Auf jeden Fall versuchen wir es mit Schleifen, polieren und dann sollen diese Stellen weg sein. Aber ich will nicht zu viel erklären. Ich habe keine Ahnung davon. Das überlassen wir lieber den Profis. Ich bin mal wieder nur dafür da, die Kamera zu halten. Und auch da mache ich tatsächlich Fortschritte. Als ich mir neulich mal wieder ein Video angeguckt habe von mir selber, wo ich die Kamera so halte, das wird immer besser. Freut mich, weil ich finde es einfach cool. Kamera anmachen, direkt losfilmen, da kommen einfach Momente bei raus, die einfach anders sind, wie wenn alles immer geplant ist mit Kameramann. Man ist drauf eingestellt, so diese Spontanität fehlt da einfach. Aber ich würde sagen, let's go. So, da sind wir. Lars wartet auch schon. Ja. Ja, das ist übrigens der Lackierer vom Auto. Hey. Habt ihr mit dem Auto gemacht? Ich bin wirklich reingekommen. Bin reingekommen und das Einzige, wo ich fast dran erkannt hätte, wäre die Heckklappe hier. Aber selbst das ist witzig. Ist er jetzt grün? Hat das eine Absicht gemacht? Ja. Echt? Jetzt sehen wir den E46 mal in grün. Nee, ich bin auf jeden Fall schon mal begeistert. Das Sauberkeit, weil ich hatte wirklich ein bisschen Schiss, ein fertiges Auto wieder zum Lackierer zu bringen, nicht falsch verstehen, aber es ist ja so, hier wird einen ganzen Tag geschliffen, geschliffen, geschliffen. Das heißt, was hier so einfach an Staub und Dreck entsteht, ne? Wir haben wirklich jedes Teil von diesem Auto so sauber gemacht. Max würde mich umbringen, wenn dieses Auto eingesaut wird. Ne? Ja, das. Aber da auch wieder Hut ab. Ja, nicht nur abgedeckt, sondern auch noch Folie. Da kann nichts mehr schief gehen. Ja, was machen wir? Was ist passiert? Ja, ich muss sagen, der Trocknungsprozess, weil es relativ schnell ging aus. Ja, wir haben uns halt einfach nur die Oberfläche ein bisschen verunstaltet, sage ich jetzt mal nicht. Mhm. Also ist nicht so, wie es sein soll, aber wir hatten eh drüber gesprochen, dass wir ihn richtig glatt machen. Das kriegen wir jetzt hin. Witzig war ja, es hat ja wirklich auch ein paar Tage gedauert, Wochen, bis das so durchgekommen ist. Also es war ja auch nicht sofort, sondern, weiß ich nicht, auf der Messe war noch gar nichts. Da hat man definitiv noch nichts gesehen. Ja. Ich sag mal, das hat schon so 4, 6, 8 Wochen gedauert, bis das so an manchen Stellen manchmal durchgekommen ist. Ne? Also Lacke trocknen wirklich teilweise. Monate. Krass. Ja. Das ist jetzt natürlich auch alles Jammern auf hohem Niveau hier. Das heißt, es ist jetzt ja nicht so, dass das Ergebnis schlecht war, sondern es sind halt einfach so ein paar kleine Stellen. Ich bin mal gespannt, ob wir die überhaupt gefilmt kriegen, wo einfach nochmal mehr geht. Genau. Und das ist ja das Besondere bei diesem Schwarz. Ich finde, wenn, dann muss ein schwarzes Auto halt immer perfekt sein, damit das Schwarz geil wirkt. Und da ich weiß, dass wir das relativ wenig gezeigt haben, und es ist ja theoretisch Sachen, die wir heute machen, die jetzt nicht extrem besondere Mittel brauchen, sondern man muss halt einfach nur können. Genau. Jetzt ist Handwerk. Das heißt, Lars muss heute zeigen, was er hier an der Maschine kann. Ne? Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und du zeigst uns mal so ein paar Stellchen am Auto, genau, wo wir noch was machen würden. Ne? Genau. Wollen wir mal von anfangen? Ja, so, pack einfach mal aus, zeig einfach mal, wir gucken einfach mal. Mach den. Ah. Oh, okay. So, ganz viele werden jetzt zur Sekunde garantiert denken, Alter, was hat sich Lars hier schon wieder dabei gedacht? Das ist einmal. Weil das finde ich immer so das Brutale, dass man so als, ich meine klar, als Lackierer traut man sich das, ne? Als Laie wird man sich das wahrscheinlich nicht trauen. Genau. Einfach hammerhart dieses fertige Auto, komplett, also schon mal wirklich 100 Punkte schon mal dafür, wie sauber ihr selbst beim Aufbereiten alles
abklebt und sauber macht, aber ihr habt wirklich die ganze Haube. Aber selbst auch, wenn Lackierer zu gucken, ein uni-schwarzes Auto zu schleifen, Vorsicht, Vorsicht, nicht so einfach. Also jeder Schleifkringel, jedes Körnchenstaub, alles, was sich so ein bisschen ansetzt am Schleifpapier, kann dann schon zu groben Fehlern führen, die man dann nicht direkt poliert kriegt. Man dann nicht ran muss. Das heißt, ich sag jetzt mal, Dreck reibt sich bei dem schwarzen Auto dann so tiefe Kratzer in den Lack rein, dass man die im Zweifelsfall gar nicht mehr wieder rauskriegt. Bei diesem Feinschleifpapier. Mhm. Ja? Weil, wie man jetzt hier sieht, wir fangen hier mal an. Ja, so muss das hier aussehen. Hier sieht man jetzt gerade auch mal krass den Unterschied, den ich immer sage. Ein übertrieben gesagt schwarz zerkratztes Auto gegenüber einem perfekten Auto, was das für ein Schwarzunterschied ist, dafür, dass ja eigentlich die gleiche Farbe ist, ne? Genau. Wir haben ja in der Farbe nichts geändert. Wir haben das hier mit 2000er nass geschnitten, vorgeschnitten, diese Strukturen und auch diese kleinen Schadstellen, die man jetzt hier zum Beispiel sieht. Ja, das ist jetzt hier wirklich der Moment, wo mir kurz das Herz in die Hose rutscht. Ja, das sind so die kleinen Schadstellen, wie es eigentlich geht. Dieses schöne Auto, was eigentlich mal schon mal perfekt war. Aber ich vermute, ihr werdet ihn noch perfekter machen. Ja, einfach den schwarzen Lack komplett angeschliffen. Auf jeden Fall. Ich bin fassungslos. Der Kotflügel ist jetzt schon, so soll er aussehen. Und die Tür ist auch schon halb fertig mit Vorpolieren, muss ich jetzt immer noch sagen. Da kommen noch zwei Schritte danach. Mhm. Ja, das ist jetzt nur grob Vorfinish. Mhm. Danach kommt noch ein feineres Finish und dann Endwachs. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir das irgendwie so ein bisschen eingefangen kriegen. Also, man, hier so sieht man es ganz gut. Sonst müssen wir ein paar Inserts rüberlegen und ich mache Fotos. Man sieht so ganz leicht, wie eine orangene Haut, aber nicht auf dem Lack, sondern mehr so ein bisschen vielleicht unter dem Lack. Ne? Was genau ist da passiert? Was denkst du? Also ich denke mal, das ist ja auch ein Import. Ob das vielleicht schon mal lackiert wurde. Mhm. Oder halt auch, das sind ja alles Durchschiffstellen von den alten Lack. Ja, der Füller braucht Trocknungszeit. Mhm. Und wie gesagt, es ging so schnell, dass halt wahrscheinlich einfach nur irgendwo eine halbe Stunde Wärme gefehlt hätte. Das heißt, du denkst, in der Basis hier löst sich irgendwas an manchen Stellen ein bisschen auf und es sieht so ein bisschen aus wie... Ich denke, ich krieg's echt nicht eingefangen. Wir probieren das mit Fotos. Weil es ist jetzt nicht großflächig komplett, sondern es ist halt mehr wie so ein... Genau. Ja, wie als wenn auf dem Lack irgendwie ein Wassertropfen runtergelaufen ist und dieser Wassertropfen aber sich nicht mit dem Lack bindet und deswegen sich jetzt da so absetzt. Ne? Genau, aber diese Höhenunterschiede, die praktisch Klarlack, Basislack und Kontierung alt entstehen, gleicht man ja mit Füller aus. Mhm. Und das rendert sich jetzt, wo sich der Füller und der Lack und das alles sich jetzt setzt und jetzt eigentlich in den Zustand kommt, wie er eigentlich sein soll. Das kann dann sein, dass es halt dann mal basiert, dass es so aussieht. Das heißt, ich muss sagen, wir haben das Auto nie richtig getrocknet. Immer nur angewärmt und der Wärme stehen lassen. Ja. Also der hat nie richtig 60 Grad. Ihr hattet jetzt ja ungefähr 2 Wochen für das Auto. Das heißt, ich höre daraus, eigentlich reden wir nicht von 2 Wochen, sondern eher 2 Monate, die man braucht. Nur um diese Trocknungszeiten alleine schon einzuhalten. Einen guten Monat auf jeden Fall, ja. Einen guten Monat, ja. Das ist halt auch schon ein deutlicher Unterschied, ne? Und das heißt, man geht dann einfach davon aus, dass solche Stellen in der Basis noch besser ausgasen und austrocknen, dass man es dann vernünftig wieder schleifen kann. Ja, auf jeden Fall. Und weiterarbeiten kann. Ne? Weil so ein Lack ist halt wirklich jeder Tag zählt. Und gerade so wie wir wollten halt auch den Lack nicht so beanspruchen, wir haben den nicht geheizt. Einfach nur, dass er Ruhe hat, lange Einstellzusätze. Und das macht sich halt jetzt gerade bemerkbar. In welcher Schicht ist aber das Problem? Das Problem ist beim Füller oder was denkst du, wo das herkommt? Das ist Füller. Füller, ja. Definitiv Füller. Auf jeden Fall meinen vollsten Respekt, dass ihr euch daran traut, das Ding hier so durchzuschleifen, weil da gehört definitiv auch was zu. Und, was man ja auch nicht vergessen darf, das Ergebnis wird danach jetzt natürlich nochmal umso krasser, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil jetzt... Keine Ahnung, sieht man es hier? Wird das wirklich... es ist wirklich... wir werden es nicht gefilmt kriegen, aber es ist jetzt halt wirklich... Man sieht halt gar keine Struktur mehr, ne? Guck mal, ich kann mich komplett hier drin selber einfach filmen und es ist einfach nur glatt, ne? Ja. Okay, angenommen, wir haben solche Stellen hier. Wie gehst du vor? Was müssen wir machen? Sauberer Lappen. Christian ist auch am Start. Hallo. Ich habe schon gesagt, ich bin begeistert, wie sauber ihr hier arbeitet immer. Ja, das ist unser. Ja, das ist ja das, was uns auszeichnet, dass wir halt perfekte Arbeit leisten wollen und abliefern wollen, dass die Kunden halt
zufrieden sind. Weil du weißt ja, wie penibel ich kurzzeitig mit dem Auto schon wieder war, weil ich auch einfach Max da schuldig bin, ne? Und ich habe schon so viele Autos irgendwie zu Lackierern gebracht und man holt sie ab und es ist drin alles voll, so typisch, wo man mit Schuhen gegenkommt, wo man mit Hose gegenkommt, dieser ganze Schleifstaub halt. Ne? Ja. Aber mir ist echt gerade kurz das Herz in die Hose gerutscht, als ich das gesehen habe. So. Ein Glück habe ich auch schon eine fertige Fläche gesehen, beziehungsweise eine vorbereitete Fläche. Weil, ja, der eine oder andere würde halt einfach sagen, ja, das ist, das kann direkt wieder in eine Kabine und neu lackiert werden. Ne? Auf jeden Fall, ich würde jetzt keinen Eimer nehmen, nicht, dass sich da irgendwo was absetzt. Mhm. Ich nehme das wirklich frisch aus der Flasche. Mhm. Normales 2000er. Ich würde sich das mit der Hand vorschleifen, die Strukturen, die Schadstellen ein bisschen auszuschleifen. Ja, und dann kommt der nächste Schritt. Okay, das heißt wirklich Handarbeit, 2000er, Nassschliff. Ja. Wie lange kannst du da jetzt schleifen, bis durch ist? Oh, das dauert. Also 2000er ist jetzt vom Abtrag her so, dass man da wirklich nicht viel falsch machen kann. Ja. Also auf den Kanten sollte man schon aufpassen, aber wie du wolltest eine Extraschicht haben und die Extraschicht ist da auch drauf. Das heißt, wir schleifen jetzt gerade aber schon nur den Klarlack? Ja, nur den Klarlack. Und mit Maschine machen lieber nicht, sagst du? Das würde ich nicht, zumindest nicht in der Körnung. Das ist wirklich Handarbeit. Alles, was danach kommt, ja, Maschine ja, aber halt alles ein bisschen Vorsicht. Da muss man schon echt einen am Helm für haben, um so ein ganzes Auto 2000er nass zu schleifen. Mhm. Und auch noch mit dieser Leidenschaft. Ja. Das heißt, mit diesem Schritt würde man auch alles, was so ein bisschen, ich sag mal, wenn doch mal irgendwie so ein kleiner Staubeinschluss oder sowas ist, das ist ungefähr das Gleiche. Ja, genau. Ich hätte echt Angst, es einfach nur kaputt zu machen. Das sehe ich halt dein Gesicht gerade. Ich hätte wirklich einfach nur Angst oder so. Weißt du so, dass jetzt ist es zwar schön matt und gleich polieren wir das auch wieder schön auf, ne? Aber in 2 Wochen rufe ich an und sage, irgendwie ist das Auto wieder matt. Ist, weil es wird bestimmt den einen oder anderen geben, berechtigterweise, ihr dürft das natürlich auch gerne machen, die das jetzt bestimmt auch nachmachen wollen, die sich denken, ach, ich schleife zu Hause mal mein Auto. Was sagst du dazu? Bei den Originallacken. Alles, was original ist ab Werk, würde ich sowas definitiv nicht machen. Ja. Also wir arbeiten hier beim Lackieren um die 230 Mühe vielleicht sein. Aber Lackstärke, ab, ja. Und ab Werk ist... Okay, also du hättest dann doch bei einem Werkslack hättest du gerade Angst, zu schnell durchzuschleifen. Ja, weil die ganz andere Schichtstärken haben beim Lackaufbau. Hier ist es ja dann mal Handarbeit, die gemacht wird. Die Hand arbeitet anders wie ein Computer. Mhm. Dadurch hast du eine viel geringere Schichtstärke. Mhm. Ja, und da ist die Gefahr sehr groß, dass du halt schnell durch bist. Ja, das heißt, dann ist das Drama vorprogrammiert. Deswegen immer vorsichtig sein bei solchen Sachen. Vielleicht doch dann lieber den Profi machen lassen. Doch, lieber... Lars noch ein paar schlaflose Lächte bereiten hier. Genau. Ja, der Display von der Kamera ist leider so klein, dass ich nicht sagen kann, wie viele Stellen drauf kriege. Wäre das jetzt auch der gleiche Schritt, den du machen würdest, wenn vor dem letzten Klarlackschritt? Würde das auch gehen? Also könnte man jetzt nochmal dann eine Schicht Klarlack rüberziehen, wenn man das einmal zwischenschleift? Dann würdest du auch 2000er nass schleifen? Ja. Auch okay. Oder Tausender. Tausender sogar, okay. Und hier sieht man es gut, glaube ich. So eine Schadstelle. Ja, das mit dem Licht arbeitet hier ganz gut. Ja. Mhm. Und man sieht halt, dass es, wie es anfängt zu tragen, ne? Ja. Wie es halt so schon partiell. Hier sieht man halt wirklich, wie es komplett schon glatt ist. Wie es wieder die gleiche Farbe bekommt. Es fässt sich aber auch. Mhm. Fässt sich aber auch glatt an. Und hier so an den Rändern sieht man noch, wie halt doch die Oberfläche so unrund rau ist, dass man doch nicht alles wegschleift, ne? Genau. Na, ich will echt nicht wissen, wie viele Leute gerade hier heulend zugucken und sich sagen, Alter, sind die bescheuert, ne? Ein Auto, was eigentlich fertig ist, wo alle anderen sagen würden, Alter, jetzt geht's endlich auf den Nordschleife. Vor der ersten Runde nochmal 2000er nass durchschleifen hier. Und das Heulen, das kommt ja nicht beim Schleifen. Das Heulen kommt beim Polieren. Jeder, der schon mal ein unischwarzes Auto poliert hat, also jeder Lackierer wahrscheinlich, der jetzt zuguckt, schlägt die Hände um den Kopf zusammen und sagt, ist das verrückt. Okay, also wir bzw. du schleifen das jetzt mit 2000er. Wie geht's denn weiter? Dann kommt der Schritt mit 3000er. Den können wir jetzt gleich nochmal an der Motorhaube uns angucken. Oder wollen wir das hier kurz machen? Also wir werden ja eh nicht großen Unterschied sehen, oder? Oder sieht man da sofort einen Unterschied? Ah ja, wenn man da sofort einen Unterschied sieht, dann machen wir das. Ah, jetzt kommt Maschine. Das war hier gerade das, mit dem wir geschliffen ist? Ja, 2000. Das ist
Ja. Auf dem Schleifpapier merkt man schon, dass es, wie soll ich sagen, rau ist und schon schleift halt. Ne? Und hier? Ja, das ist ein bisschen, ist auch ein bisschen weicher, ne? Ist mehr so ein Kunststoff, also wie so ein Schaumstoffpad oder so, ne? Ja. Und immer die Wasserbuddel dabei. Ja. Alles frisch. Der Untergrund, wisst ihr, ist geschliffen. Und jetzt in schönen, ruhigen Bewegungen. Ich wollte zur Sekunde fragen, ob wir mal einmal abbrechen können, dass wir mal unten oben Vergleich zeigen. Ja, es sieht bei dir auf jeden Fall so aus, als wenn du da so 0,0 Angst vor hast. Ja, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Aber jetzt, wo ich sehe, was das für eine Action und für eine Arbeit am Ende ist, tut es natürlich dann umso mehr weh, wenn dieses Auto auf der Rennstrecke gefahren wird, ne? Ja. Aber da müssen wir durch. Okay. Ja. Hier so sieht man ein bisschen den Unterschied vielleicht, das ist immer schwer zu filmen. Genau. Weil es wird, also je feiner du es schleifst, je glänzender wird es wieder, ne? Genau. Das ist ja theoretisch richtig, ne? Und hier sieht man so ein bisschen, ich hoffe die Kamera kann es einfangen, wie es schon wieder glänzender wird. Cool. Was macht dir mehr Spaß, polieren oder lackieren? Lackieren. Lackieren, okay. Ja, das ist so eine typische Kante, wo ich jetzt gerade so ein bisschen Angst gehabt hätte, weil du ja schon relativ punktuell über die Rundung dann rüber schleifst. Das sind so diese typischen Stellen, wo man am ehesten mal durch ist, ne? Das ist das, was wir unseren Lehrlingen immer sagen. Immer jede Fläche für sich schleifen. Mhm. Weil manchmal ist es so, die schleifen irgendwas an, gerade bei silbernen oder bei metallischen Lackierungen. Und wenn man dann wirklich mit diesem Exzenter über die Kante so drüber geht und den Rest normal schleift, bricht man halt die Kante und dann hat man eine Welle drin im Untergrund und dann hat man eigentlich keine Chance mehr, das wegzukriegen. Was würde passieren, wenn du es jetzt durchschleifst? Woran sieht man das sofort? Also klar, wenn wir jetzt aufs Blech runterschleifen, dann sieht man das natürlich, aber wenn der Klarlack jetzt irgendwann dann durch ist und man auf den schwarzen Lack kommt? Das zeichnet sich ab durch die, es wird ein schwarzer Rand. Dann. Okay. Also weil man den Basislack dann sieht. Genau. Mhm. Das rendert sich dann ab. Und dann wäre Baustelle, ne? Und dann wäre Baustelle. Und mein Schleifmittel wäre schwarz. Weil ich wüsste, dann kann man eigentlich nur neue Klarlack drauf, ne? Ja. Alles, was man dann so rüber poliert, ist keine Lösung. Das ist alles nur kurzzeitig immer versiegelt. Nee, das geht nicht. Geht noch nicht mehr, okay. Nein, das steckt immer wieder weg. Im besten Falle, wenn man dann da drüber poliert, poliert man es runter und dann kommt die Kontierung nach vorne. Ja. Cool. Genau. Ich muss sagen, dafür geht Lars da echt locker ran, ne? Und jetzt geht's weiter. Ah, Bier, sehr gut. P6000. Mhm. Mit Maschine, weil per Hand würde einfach zu lange dauern. Mhm. Da würde man auch sich totschleifen. Ne? Auch die Schleifbild ist schöner und großflächiger durch die exzentrischen Bewegungen. Ah. Mit der Hand kann das doch schon sein, dass man einen Riesen fabriziert. Das kriegt man dann schlecht poliert. Ich hätte jetzt gerade Angst, dass man mit der Maschine man da eher so die typischen Kringel und Schlieren reinmacht. Mhm. Na, genau andersrum. Also Maschinenschliff ist immer feiner als ein Handschliff. Wieder was gelernt hier. Ja, man sieht, wie es von Schleifvorgang zu Schleifvorgang feiner wird. Also wieder glänzender sofort. Muss man tendenziell das 6000er jetzt auch länger schleifen oder von der Zeit her genauso wie einen 3000er? Eigentlich ist das, ich sage jetzt mal, Gefühlssache. Okay, also es ist jetzt nicht so, dass du gleich sagst, je feiner wir werden, je länger müssen wir auf jeden Fall schleifen. Aber krass ist, es fängt tatsächlich schon wieder an zu glänzen, ne? Genau. So, rechte Seite ist jetzt hier 6000er fertig. Da sieht man schon so ein bisschen, wie hier oben sich das Licht widerspiegelt. Linke Seite haben wir mal so auslaufen lassen. Da sieht man halt noch, wie es richtig einfach nur stumpf matt ist. Boah, gibt es wirklich Kunden, die sowas hier bei euch wollen?
Also die ankommen und sagen, bitte einmal schleifen und glatt machen? Eher oder? Selten. Eher selten, ne? Ein Philipp. Ein Philipp, wo nur ein Nur ein Kunden. Ja. Und der will dann noch auf Rennstrecke fahren. Ja, genau. Ja, weil es ist halt, man muss halt wirklich sagen, es ist schon echt zeitintensiv, ne? Also ja. da geht schon wirklich Stunden rein. Auf jeden Fall. Bis das Ding so, aber das macht halt einfach einen schwarzen Lack aus, weil es sieht einfach so geil aus. Wie so drauf filmen, wie krass das aussieht. Ja, Lars, wie geht's weiter? Ja, hier vorne hat man das, wie wir jetzt gerade eben gezeigt hatten, hat man jetzt hier schon gemacht. Mhm. Ob man das erkennen kann, zwischen 6000 und 3000. Ja, wenn ich genau so filme, sieht man genau in der Mitte den Strich. Es wird dunkler. Genau. Dunkler, glänzender, man sieht es auch cool an den Lampen. Guckt euch mal die Spiegelung von den Lampen an. Hier schon richtig klar. Und da noch gerade so spiegelnd. Ich würde das jetzt nochmal nacharbeiten mit 6000. Mhm. Und dann polieren wir mal die Haube. Okay, das heißt, das nochmal 6000er schleifen, genau. Und dann polieren wir. Genau, und dann polieren wir. Die Fläche ist jetzt komplett mit 6000er vorbereitet und jetzt würde ich einfach mal loslegen. Mhm. Das heißt, jetzt kommt das eigentliche Polieren. Genau, jetzt kommt das Polieren. Vorpolieren bitte. Was würdest du sagen, ist wichtiger, das Schleifen oder das Polieren? Eigentlich alles. Eigentlich alles? Ja, bei okay. Schwarz oder bei allen Farben eigentlich. Wenn nicht richtig geschliffen wird, kann man polieren, wie man möchte. Mhm. Wenn nicht richtig poliert wird, also... Das ist ein Teufelskreis. Brauchst du auch nicht schleifen wollen. Ja, genau. Ja, polieren gibt kein lange und kein kurz. Das ist auch eine Gefühlssache. Ja, manche Sachen muss man länger polieren. Wie zum Beispiel hier, weiß nicht, wenn man das sieht, dass es noch nicht auspoliert ist. Das ist bei Schwarz immer schwierig, in der Kamera das zu erfassen hier. Mhm. Mhm. Du meinst, dass es noch so ganz leicht schattig genau. An manchen Stellen ist, ne? Genau. Aber ich muss trotzdem sagen, es sieht bei dir kinderleicht aus. Ja, soll auch so sein. Hier sieht man jetzt mal richtig schön den Unterschied. Ja. 6000er und das ist jetzt, wie hast du gesagt, vorpoliert. Genau, vorpoliert. Vorpoliert, okay. Das ist jetzt ein Schritt von drei Schritten, die jetzt... Drei Schritte sogar? Ja, drei Schritte. Krass. Aber da, finde ich, sieht man jetzt perfekt, wie das Auto einfach von Schritt zu Schritt dunkler wird, ne? Ja. Also der Übergang hier ist schon, die Tiefe des Lackes. Der ist schon krass gerade. Vor allem, wenn man halt wirklich ganz, ganz, ganz genau hinguckt, man sieht halt wirklich selbst jetzt schon gar keine Strukturen, gar keine Kratzer, ne? Einmal ein Auto poliert, aus dem Baumarkt, so für 29 Euro damals so eine Poliermaschine gekauft. Ja. Weil diese Dinger wurde so mit zwei Händen so angefasst, das ist mit so einer Schottelscheibe. Ne? Ich habe damals einen vulkanschwarzen A4 gehabt, obwohl das ja noch eine stressfreie Farbe ist, weil das ja so ein anthrazit-schwarz Metallic ist und so weiter. Das sah so katastrophal aus, dass ich mir dann gesagt habe, nee. Das ist so schlimm. Also ich würde es mir zutrauen, allerdings der Zeitaufwand ist halt wirklich, wie man hier sieht, du brauchst halt wirklich die Zeit. Mit mal schnell polieren. So, jetzt den Rest von der Haube noch, oder? Wir machen das mal wieder abschnittsweise und dann schauen wir mal. Okay. Ja, was soll ich sagen? Das sieht echt geil aus. Also man muss wirklich sagen, eigentlich geht es hier gar nicht primär um die Stellen, die wir im Lack gefunden haben, sondern einfach nur zu zeigen, wie geil glatt so ein Auto werden kann. Ja, muss man, eins von drei, ja. Muss man auf jeden Fall mal dazu sagen. Ne? Das war jetzt vorpolieren. Genau. Wie würde es jetzt theoretisch weitergehen? Jetzt rein theoretisch, muss ich jetzt sagen, theoretisch, mit einer Feinpolitur, weil man immer noch so einen leichten Schleier in diesem Farbton hat. Mit dieser Feinpolitur
wird praktisch dieses Schleifbild der Vorpolierung vom Vorpolieren nochmal gebrochen. Und dann am Ende kommt nochmal, bevor du ihn abholst, ein Wachs drauf. Das ist auch wirklich hohem Tief schwarz ist. Das heißt, es wird wirklich nochmal ein Gang rüber poliert. Eigentlich anderthalb. Anderthalb sogar nochmal, naja, krass. Ja, das können wir euch jetzt leider nicht zeigen, weil Lars meinte nämlich, du würdest eigentlich jetzt lieber erst das ganze Auto durchschleifen. Genau. Schritt für Schritt. Komplett einmal rum und dann wirklich den letzten Schritt wirklich perfekt, wenn das Auto soweit vorbereitet ist, ne? Ja. Das wäre das Beste. Ich habe aber vollstes Vertrauen, dass jegliche Struktur, die irgendwo durchkam, auf jeden Fall weg ist. Also das ist immer krass. Also ich habe es gesehen, hätte gedacht, wir müssen das Auto neu lackieren an den Stellen. Da werden wahrscheinlich auch viele, weil sich viele an das Schleifen und Lackieren, Polieren gar nicht so rantrauen. Ne? Also viele Lackierer raten auch niemals zum Polieren. Mhm. Gerade bei so einem schwarzen Auto ist es das Problem, sind die Untergründe jetzt nicht richtig getrocknet. Bei dir wissen wir, da stand jetzt ein paar Wochen. Ich denke mal schon, dass es trocken ist. Wenn der Untergrund jetzt wirklich nicht trocken ist, man macht das. Dann kann das sein, man fährt die Sache in die Sonne oder auf dem Treffen und die Sonne scheint richtig brachial drauf, es wird richtig heiß und schon kann das sein, dass es komplett abmattet wieder. Und dann poliert man alles nochmal. Krass. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, hier seht ihr nochmal eine Tür, wie sie angeliefert wurde. So sage ich jetzt einfach mal, ne? Da sieht man halt schon noch, wenn man so ein bisschen, ich denke mal, ihr werdet es vielleicht sehen, oben so in den Lampen, achtet mal so auf das Licht, da sieht man das immer gut drin. Da sieht man halt schon noch ein ganz bisschen Struktur. Und jetzt auf der Seite hier ist halt wirklich, wenn ihr euch jetzt die Lampe da anguckt, das ist halt wirklich komplett glatt, ohne alles. Und alleine deswegen lohnt sich diese Arbeit schon, weil genau das ist, wie ich mir ein unischwarzes Auto wünsche. Das Ding muss einfach glatt sein, alles was geht. Genau. Am liebsten hättest du das gemacht beim Lackieren schon. Das heißt, vor der letzten Schicht Klarlack einmal schon durchschleifen und Klarlack drauf. Ja, genau. Ich hätte den gerne normal lackiert, zwei, drei Tage stehen lassen, nochmal geschliffen und dann nur Klarlack drauf. Und dann hätte man ihn nochmal wieder schleifen müssen? Nee. Oder dann hätte man sich den letzten, also auf den glatten Klarlack legt sich der Klarlack wieder in glatt? Genau. Okay. Also man kriegt auf jeden Fall glatt hin und so das zu lackieren wäre auch möglich gewesen. Ja, aber das ist, guck mal hier, wir können ja mal durch den Lack dich filmen. da sieht man mal, wie es ist einfach perfekt. Ja, das ist wirklich. Das muss, ich einfach sagen. Also meinen Respekt habt ihr für die Arbeit. Danke. Das sieht wirklich geil aus. Viel zu schade zum Fahren, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Keine Angst, wir werden das Auto trotzdem fahren, weil zur Not kann man es ja nochmal lackieren. ich bin hier aber goldrichtig aufgehoben, weil wie das alles so abgeklebt wird und so, das ist wirklich, also man merkt, das ist nicht nur Polieren hier, sondern bei euch steckt da schon Leidenschaft drin, muss man einfach sagen. Also habe auch schon vieles gesehen, das ist geil, das gefällt mir. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, man hat ja so schon gemerkt, wie die Leute sich das Auto auf der Messe und so weiter angucken. Ja. Jetzt nach dem Video, wenn ihr seht, wie viel Mühe in diesen Lack gegangen ist, wie geil glatt er ist, ihr werdet das Auto irgendwo stehen sehen. Mal gucken, vielleicht Karfreitag an der Nordschleife oder so. Und werdet den Lack sehen und man wird wirklich jetzt verfließen. Jetzt passt der Lack zum Innenraum. Weil der Innenraum von Max, das ist ja Wahnsinn. Also ich, das Auto kam her, Christian sagt, fährst du mal bitte. Ich habe mich gar nicht getraut einzustellen. Das sieht wirklich aus wie neu. Das sieht wirklich aus wie neu. Wir wirklich alles geschrubbt, teilweise neu gekauft und wirklich Wahnsinn. Max, Wahnsinn. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, geile Arbeit. Lars kann jetzt ganz in Ruhe in den nächsten Tagen das Auto fertig machen und dann gucken wir mal, was das erste Event ist. Ich werde es euch irgendwann mitteilen und dann könnt ihr euch das alle mal reinziehen, wie ein Auto einfach aussehen muss. Weil es muss einfach genauso unischwarz, durchgeschliffen, poliert, ist für mich perfekt. Ich finde es wirklich. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.